Ja, moin und herzlich willkommen wieder hier zurück beim Geschmackserlebnis. Lange ist her, dass es hier mal so richtig Content auf der Seite gab und jetzt habe ich aber wieder Bock durchzustarten mit dem ersten Teil von Das perfekte Dinner. Dazu wird es ein paar Teile geben. Es geht um das Menü, wie es gekocht wurde, was ich vor allem für Fehler gemacht habe, was ich hätte besser machen können, rückblickend betrachtet. Es geht aber auch allgemein um die Woche, um den Dreh, was mir gut gefallen hat, wie es so abgelaufen ist. Vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Bei so einem Abenteuer-Fernsehsendung, da ist eine Menge zu entdecken. Heute soll es hier um das Essen gehen, um den ersten Teil. Ich mache zwei Stück davon und da werden wir uns so ein bisschen um die Vorspeise kümmern und schon mal so ein bisschen das Süßchen für den Hauptgang und so ein bisschen Vorbereitung. Und dann machen wir irgendwo einen Cut und dann geht es mit dem Hauptgang weiter. Und ja, lass uns loslegen. Vorspeise, das perfekte Dinner. Und ich werde zwischendurch immer mal wieder so sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Hat nicht alles auf Anhieb funktioniert. Auf geht's. Bei der Vorspeise kann ich schon mal dazu sagen, es hat sich ja hier um den gebeizten Lachs gehandelt. Und den gebeizten Lachs hatte ich vorher noch nie gemacht. Also schon mal Fehler Nummer 1, nicht vorgekocht. Wobei vorgekocht, ich zeige hier mal ein paar Bilder, habe ich schon, allerdings mit gekauftem Lachs aus dem Supermarkt und habe halt nur das Püree versucht und die glasierte Möhre. Die waren mir auch gut gelungen. Das Püree, muss man ganz ehrlich sagen, sieht man hier auf dem Bild schon, war farblich nicht meins. Es lag an den falschen Zutaten, an der falschen Herstellung. Das habe ich dann beim Dinner deutlich besser hinbekommen. Da habe ich hier mal ein Foto. Schön tief violette Farbe vom Püree, geile Nummer. Dazu diese Blume, die war so eine essbare Blume, die habe ich einfach mir im Großhandel besorgt. Die Möhren waren super, also für mich das beste Gericht im Ganzen. Ja, der Tag davor, vor dem großen Event. Es ist hier seit Tagen, wird umgeräumt, wird aufgeräumt, wird eingekauft vor allem. Hier steht schon mal so ein kleines Sammelsurium an Zeug. Es wurde extra hier Sous-Vide und Vakuumiergerät besorgt. Hier liegen die Pilze und die Möhren für die glasierten Möhren. Es wird also hier rumgeräumt. Yannick war gerade da und hat mir geholfen, hier alles rauszuräumen. Esstisch steht ja sonst hier drin. Jetzt nicht mehr. Hier wird gespeist. Aber auch hier ist noch viel Arbeit vor mir, so wie man das hier sehen kann. Sofa und Aperitif wird hier zu sich genommen später. Also Sofa ist mal umgezogen, hier steht sonst mein Bett. Da hinten steht das Sofa, sonst da jetzt der Esstisch. Ja, also ich habe hier noch ein paar Stündchen zu räumen. Aber wenn das dann alles fertig ist, wird das eine geile Nummer. Dann kann hier nämlich morgen das perfekte Dinner starten. Die Aufregung steigt so langsam. Aber ich freue mich drauf. Ich habe Bock, da der Allererste zu sein. Und ja, werde dann einfach mal gucken, ob ich zwischendurch eine Chance habe, reinzuschalten. Ob ich mal ein Handy rauskramen darf, das weiß man nicht. Mal gucken. Aber auf jeden Fall so viel schon mal Stand der Dinge. Puh, morgen geht's los. So, hier eine kurze Dokumentation zur Vorbereitung. Und zwar, wie ich meinen gebeizten Lachs gebeizt habe. Oder wie ich jetzt gerade noch dabei bin. Dafür brauche ich Dill, Zitronenzeste, also selbst abgeschnitten, weil ich keinen Zestenabreißer habe. Dann Wacholderbeeren, Koriander und Pfeffer. Hier schön 1,4 Kilo Lachs. Der wird jetzt hier auch gleich ausgepackt. Darunter eine Schicht von unserem Gewürzmisch. Und ja, das Wichtigste beim Beizen, Zucker und Salz. Die kommen jetzt gleich alle mit hier rein. Wird das ordentlich vermengt. Hier auf dem Blech die Hälfte davon auf dem Boden verteilt. Dann, ups, ich guck mal rein hier. Und dann kommt noch die Lachshälfte drauf, obendrauf die andere Hälfte von dem Rub. Und dann wird das beschwert mit einem Brett oder mit einem anderen Blech und dann kommt es in den Kühlschrank. Und dann ist das zum Dinner passend fertig. Die Vorbereitung läuft. So sieht der Ganze jetzt aus. Schön 1,35 Kilo Lachs in Beize. Und da wird jetzt einmal mit Frischhaltefolie das Ganze abgedeckt und dann Gewicht drauf, also ein zweites Blech. Und ab dafür in den Kühlschrank. Wir sehen uns in 48 Stunden. Der Lachs ist mir super gelungen. Also bin ich der Meinung, schmeckte mir wunderbar. Habe ich ja Tage später noch was von essen können. Richtig lecker gebeizter Lachs. Habe ich ja vorher noch nie gemacht. Also da kann ich wirklich sagen, lohnt sich. Vielleicht mache ich einfach mal ein Video darüber.
Schmeckt genial, ist haltbar für ein, zwei Wochen im Kühlschrank, hat so eine richtig schöne Note. Man kann es ja auch variieren, wie man mag. Super. Dann das Püree. Leider, und das war die Kritik hier am Tisch, hat man im Fernsehen wahrscheinlich gesehen. Die Kritik am Tisch war, es war kein Püree, weil es hatte noch so Klümpchen drin. Ich habe mit meinem Pürierstab mir da einen abgeeselt. Das hat ewig gedauert und ich hatte immer noch die Stückchen drin. Also berechtigte Kritik, es war eher ein Stampf, obwohl es mit dem Pürierstab gemacht wurde. Hätte besser sein können. Farbe und Geschmack waren allerdings gut. Dann hatte ich dieses Blümchen, das zählt nicht, das ist gekauft, das wird oben drauf gesetzt. Schöne Sache für die Optik. Die Honig-Senf-Dill-Soße, so simpel, aber ich glaube am Tisch die meiste positive Kritik dafür, weil die war wirklich geschmacklich super, die passte so zu den anderen Komponenten tipptopp. Und die Möhre in meinen Augen perfekt. Frank hatte ja mal kurz gesagt, er hätte es gerne ein bisschen weicher, absolut legitim. Ich persönlich fand es perfekt und die anderen waren, glaube ich, auch zufrieden. Optisch für mich auch und geschmacklich das beste Gericht vom ganzen Dinner. Ja, und jetzt zeige ich einfach mal kurz, wie ich das Ganze an Weihnachten zu Hause mit meiner Familie zusammen nachgekocht habe. Und wollte einfach noch mal gucken, kriege ich das besser hin als am Dinnerabend? Weil man darf nicht vergessen, Dinnerabend, Aufregung, Kameraleute, die da drin dahinter stehen und dich die ganze Zeit beäugen und begutachten. Da ist man schon mal so ein bisschen in der Bredouille und macht Fehler, die man sonst nicht machen würde. Kommen wir zur Rotweinjus. Und hier kurz vorweg, die kann man auch Stunden vorher machen, hätte ich beim Dinner auch so machen sollen. Dafür also Zwiebeln schön scharf in Öl anbraten, Bratenrückstand bilden lassen, danach mit Zucker leicht ankaramellisieren und schön braune Farbe ziehen lassen. Anschließend schön mit einem Schuss Rotwein ablöschen, ruhig reichlich, weil wir wollen ja auch ein bisschen Soße später auf dem Teller haben. Und das Ganze nennt sich auch Rotwein-Jus. Also, Rosmarin noch dazugeben, Thymian mit dabei, eine zerquetschte Knoblauchzehe, das alles mit dem Rotwein leicht einkochen und einreduzieren lassen. Oh, hat eine geile Farbe! Schön. Und wie sie alle arbeiten hier, du. Herrlich. So macht das Dinner doch Spaß, wenn man noch so ein paar Helferlein hat. Also jetzt einen schönen Schuss von dem Fond dabei. Und auch den lassen wir wieder wegkochen, leicht einreduzieren. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist es Zeit, das Ganze durch ein Sieb zu passieren, also sämtliche Feststoffe loszuwerden und dann haben wir einen schönen, klaren Geschmacksfond und den stellen wir einfach zur Seite und ganz am Ende, wenn es zum Anrichten geht, dann kommt der nochmal kurz auf den Herd, leicht bisschen abbinden, mit ein bisschen Butter aufmontieren, wie auch immer, das sehen wir dann in der nächsten Folge und dann ist das ein richtig schmackhaft geiles Sätzchen. Schön 3 Esslöffel von scharfem gelben Senf, 3 Esslöffel von süßem und 3 Esslöffel Honig. Das alles zusammen mit einem Schuss Zitronensaft, Dill, Salz, Pfeffer, schön die Soße für die Vorspeise. Man schaue sich hier diese künstlerischen Karotten an. Hier oben mit so einem kleinen, wie so eine Schachfigur. Hingeschnitzt. Da hat Papa doch alles gegeben. Das ist natürlich jetzt hier noch die Steigerung vom Dinner. Beim Dinner hatten wir sie ganz klassisch rund geputzt. Peter ganze Arbeit geleistet. Und hier mal was Besonderes. Sogar unten. Wir schwenken jetzt hier die Möhre so leicht in Butter, Zucker und Salz.
und glasieren die mal so leicht an. Wenn denn hier das Feuer laufen würde, Mensch, was ist los? Also Feuer muss natürlich an sein, das ist ganz wichtig dabei. Und dass die ein bisschen schönen Glanz kriegt, da ist schon wieder aus. Hier kann man nicht arbeiten. Warum geht die immer aus? Die geht nicht. Die geht aber. So. Schön Glanz an der Möhre. Und dann kommt da gleich ein Schuss Gemüsefond. Und dann kochen wir quasi mit dem Gemüsefond, den kochen wir weg. Und wenn der weg ist, dann ist die Möhre gar. So der Plan. Aber vorher ein bisschen Farbe kriegen lassen, ein bisschen ankaramellisieren mit dem Zucker für den Geschmack. So, jetzt kriegen die hier schön Farbe. Man sieht das schon, die ersten, die werden hier so brutzelig braun. Und wenn wir das haben, immer ständig wenden, auch wichtig. Beim Dinner habe ich einmal versäumt zu wenden und da hatte ich gleich ein paar echt dunkelbraunes Schwarz dabei. Die konnte ich dann nicht servieren, weil man denkt von oben, oh, ist ja alles gut und dann eben Pustekuchen. Also hier, wenn so leicht hier diese Bläschenbildung beginnt, bei der sieht man ganz schön hier unten auch, dann haben wir es. Und dann kommt jetzt gleich der Fond ins Spiel. Gießen wir mal so halb auf, also dass sie so ein bisschen drin schwimmen. Und kochen den weg und dann sind wir fertig. Die sehen hier schon mal gut aus. Sind auch schon ziemlich weit so vom Gargrad. Jetzt gehen wir einmal hier rüber. Vorbereitung fürs Püree. Dreierlei-Kombination, kleine Abwandlung vom Dinner für die Farbe, weil die Kartoffel hier nicht so ganz die Farbe hat, wie wir sie wünschen. Deswegen gibt es noch ein bisschen rote Beete dabei und ja, hier auch nur so eine suboptimale Karotte. Die rote Gourmet-Karotte, leider auch nicht violett, aber das wird in der Summe bestimmt eine schöne Farbe. Was für eine schöne Farbe das jetzt schon abgibt. Jetzt kommen allerdings erstmal noch ein schöner Schuss Sahne, Milch mit dazu. Und die verkochen wir jetzt. Also schön langsam wegkochen lassen. Das mal an. Wie schön die Farbe hier wird. Das wird ein Kontrast später. Sehr gut. Die Farbe wird dunkler. Gleich kräftig durchpürieren mit Muskatnuss, Salz, Pfeffer. Fertig. Und das hier ist jetzt eine andere Farbe. Beim Dinner war es dunkler. Wir gucken mal, was jetzt passiert, wenn wir das Ganze pürieren. Jetzt wird spannend. Muskatnuss habe ich jetzt reingerieben, frisch. Und jetzt geht's los. Hier sehen wir jetzt gerade schön, das war Kritikpunkt und auch zu Recht am Tisch. So richtig fein püriert wäre das nur, wenn das eine ganz feine Masse wird. Aber das kriege ich mit so einem Pürierstab nicht hin und man müsste es irgendwo durchpassieren. War alles zu aufwendig. Also habe ich es als Püree verkauft und es war aber eher ein Stampf, also von der Konsistenz. Ich püriere mit dem Pürierstab, also ist es Püree. Boah, aber schöne Farbe, oder? Viel heller als beim Dinner. So. Also. Legen wir los. Ich hätte gerne einen größeren Löffel. Gibt's nicht. Das ist natürlich schade. Ja, gibt's nicht. Größerer Löffel. Schön. So, machen wir einen so in der Mitte. Dann gehen wir hier rüber zum Lachs. Da hatte ich Röllchen gemacht. Jetzt machen wir hier so kleine
Kleine Rosen. Hier noch eine Rose hin, machen wir noch eine dritte. Kleine, schön den gebeizten Lachs. So. Jetzt hole ich schnell die Möhre. Da ist die Möhre. Hier hat Papa eine oben mit so einem Ohr schon so glitschig. Kriege ich gar nicht raus. Ach, guck, da hängt sie fest. Geangelt in der Angel. Oh. So, da kommt hier eine Möhre. Und jetzt noch ein kleines bisschen hier von unserem Dressing. Gibt es hier so ein kleines Pünktchen hin. Hier so ein kleines Pünktchen. Und jetzt, stopp, einmal rüber gegriffen. Kleines bisschen Dill on top. Fertig ist unser kleiner Vorspeisenteller. Mmh. Ja, liebe Leute, das war der erste Teil von meinem dreiteiligen Rückblick auf das perfekte Dinner. Heute Vorspeise im Mittelpunkt. Nächste Folge geht es dann um die Hauptspeise und ganz zum Abschluss dann noch so ein allgemeiner Rückblick. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert den Kanal und schreibt gerne mal runter, was ihr so für Feedback vielleicht auch zur Serie habt im Fernsehen, wie das angekommen ist. Ja, wie ich rübergekommen bin, wie es war. Schreibt es gerne mal rein, würde ich mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.